Heute dreht sich alles um das Thema Elektrifizierung. Und allen voran hierbei der elektrifizierte Trailer. Und davon schauen wir uns heute gleich mal zwei Stück an. Einer davon steht jetzt hier schon direkt hinter uns. Stefan, was ist Trailtrax? Ja, hi Mona. Trailtrax ist unser elektrisches Antriebssystem für Trailer. Das heißt, hier kann man CO2 sparen und Fuel sparen, weil der Trailer hilft sozusagen der Zugmaschine. Und wie genau funktioniert das System? Ja, wir haben hier unsere Antriebsachse in der Mittelposition, unsere One-Box-Solution mit der Batterie und der Kühlung inside und unseren digitalen Kingpin. Den konstruieren wir aus unseren Bremssignalen heraus. Damit ist dieses Fahrzeug standalone und kann mit jeder Zugmaschine kompatibel sein. Wie ist das Ganze kompatibel mit E-LKWs? Ja, Mona, das geht natürlich auch. Ne? Wir erhöhen die Reichweite von einem E-LKW mit dem E-Trailer-System Trailtrax hier. Aber dieses Trailtrax-System hilft auch konventionellen Zugmaschinen, 16% CO2 und Fuel zu sparen. Und das durch ihre Rekuperation. Den zweiten elektrifizierten Trailer, den schaut Harald sich gerade in der Nähe von Aachen an. Ja, hi Mona, wir sind heute de facto in Eschweiler bei Trailer Dynamics und berichten über die E-Achse im Auflieger. Wobei Krone und Trailer Dynamics darunter tatsächlich eine Antriebsachse verstehen und nicht wie der Wettbewerb, der quasi einen schnöden Dynamo wie ein Opas Fahrrad als E-Achse bewirbt. Die Trailer Dynamics Achse, im Übrigen ein Mehrlenker-Konzept für Spurtreue und Komfort, liefert ein permanentes Drehmoment von 13.000 Newtonmetern. Und die Achse ist, wen wundert's, eine gemeinschaftliche Entwicklung von Trailer Dynamics und den Achsspezialisten der Krone-Tochter Gigant in Dinklage. Mit einer bahnbrechend klugen Steuerung der elektrisch angetriebenen Achse. Der Auflieger ist und bleibt das gezogene Fahrzeug. Die Zugmaschine wird nicht zur Schubmaschine. Wobei der zusätzliche elektrische Schwung von hinten den Zugmaschinendiesel so effektiv entlastet, dass dieser überwiegend im sogenannten Sweet Spot betrieben werden kann und somit entsprechend verbrauchsgünstig läuft. Und das Ergebnis im Durchschnitt großartige 40% Dieselersparnis. Und dazu müssen Truck und Trailer natürlich präzise und in Echtzeit miteinander kommunizieren. Und das gelingt dank der sogenannten VCU, der Vehicle Control Unit. Sie ist die koordinierende Schnittstelle zwischen E-Antrieb und Diesel. Sie erkennt das Bremssignal der Zugmaschine und unterbricht dann sofort den elektrischen Antrieb im Auflieger. Das Sahnehäubchen ist allerdings der redundant sensierte Königszapfen. Hier interagieren zwei physikalisch unabhängige Messverfahren, um sicherzustellen, dass die Messwerte vom Königszapfen immer zuverlässig sind. Und gleichzeitig errechnet das System im Hintergrund anhand der gefahrenen Geschwindigkeit, der Topografie und der Beschleunigungen die zu erwartenden Fahrwiderstände und gleicht diese Werte mit den Messdaten aus dem Königszapfen ab. Und so wird gleich dreifach ausgeschlossen, dass der E-Trailer die Zugmaschine anschiebt und somit der Gesamtzug für den Fahrer immer sicher beherrschbar bleibt. So Mona, und jetzt kommst du. Also ich finde einfach wahnsinnig faszinierend, dass man hat nicht das Gefühl, dass man wirklich einen Sattelauflieger hinter sich herfahren hat. Also es ist ganz leicht, es läuft super flüssig. Wir haben einfach ein nie dagewesenes Fahrgefühl. Es ist ganz anders. Also man kann es nicht vergleichen mit dem, was wir die letzten Jahrzehnte eigentlich unter uns hatten. Das ist einfach ganz neue Dimensionen hier. Es stellt sich jetzt nun eine Frage. Was machen wir, wenn die Batterie leer ist? Also wir haben zum einen die Möglichkeit, die Batterie zu laden. Zum anderen können wir aber auch die Batterie ganz einfach austauschen. Battery Swapping ist eine der Alternativen im ganzen Feld, Technologiefeld der Ladeinfrastruktur im Güterschwerlastverkehr. Ich erkläre es dir.
Du hast hier den Vorteil, dass du in deutlich kürzerer Ladezeit die Batterien austauscht. Das heißt, der Trailer oder der Truck fährt hier rein in die Station. Die Batterien werden entnommen, werden in die Station verbracht. Dort wird getauscht, neue Batterien vollständig geladen, gute Qualität, immer gewartet, werden zurückverbracht in das Fahrzeug und das Fahrzeug fährt wieder raus. Ist der Plan eigentlich, diese Station jetzt öffentlich, beispielsweise an Industriegebiete oder so angeschlossen, aufzubauen? Oder soll das wirklich beim Kunden selbst platziert sein? Beide Alternativen sind denkbar. Selbstverständlich auch im öffentlichen Bereich, zugänglich für jedermann, aber natürlich auch im privaten Bereich. Das heißt, auf dem Courtyard des großen Logistikers, der Flotten hat mit 100, 200, 300 Einheiten, die er nutzen will und die er zu laden hat. Deutliche Konzentration, Reduktion der Einheiten, weil weniger Charging Time. Von welchem Zeitaufwand sprechen wir da? Also das Tauschen der Batterien, wie lange dauert das? Der reine Swap-Vorgang dauert 5 Minuten. Aber natürlich muss das Fahrzeug in die Station fahren und die Station auch wieder verlassen. Also wie gesagt, wir gehen davon aus, in einer Schicht werden ca. 70 bis 100 Einheiten geladen, vollständig geladen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du auch unterschiedliche Module laden kannst, eins, zwei oder gar keins. Das heißt, der Kunde wird deutlich flexibler in der Nutzung der Batterien und der Selektion der Kapazitäten. Das war ein spannender Deep Dive. Okay, Mona, aber ist denn jetzt die Elektrifizierung das Maß aller Dinge? Es geht natürlich mit vielen anderen Themen Hand in Hand. An der Digitalisierung wird beispielsweise auch keiner dran vorbeikommen.